Well. Die wollten man sich wohl nicht verwandeln. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar schlau. Stick it out as long as you can. You do whatever you have to. I could have done more. You did everything you could. No, Lee. I could have been a better husband, better father, could have been a better friend. So let's figure out a way out of here. Get that little girl. We should move. Yeah. Got at least one shot left. Let's clear the room before we move on. Lee, figure out where we're headed. Tja, also ich bin echt am überlegen. Wenn sowas in echt ausbrechen würde, was natürlich nicht passieren würde, weil dann würde das Militär kommen und alle abschnetzeln. Aber wenn sowas passieren würde, dann wäre das wahrscheinlich noch nicht mal so eine schlechte Idee. Sich selbst das Leben zu nehmen, weil ich meine, was wir hier alles erleben. Ist ja echt nicht schön, wenn man dann so stirbt wie Ben oder so viele andere, die dann von Zombies gefressen werden. Unschön. Da ist man doch lieber durch schnell eine Kugel tot. Und daher. Wenn man auch noch gewiss wenig Chancen hat. Ich hoffe, die haben alles abgesucht. Unser Ninja. Puh, noch eine mehr bin ich gegangen. Be careful up here. They haven't learned to climb yet, right? Alter, unter uns hört sich aber gar nicht entspannt an. You're doing good. I'm not, but I'm trying, man. What happened? Honestly, you know how many nights Kat and I laid in that broke down RV? And she'd give me hell for not thinking enough about the rest of you. All of them. Every damn night. You got that walkie-talkie? Yeah, of course I do. You might want to give him a call and tell him we're coming for him. Yeah, right. Vielleicht auch nicht. Careful cross here. An was erinnert mich denn das jetzt mit so lauter so einem Brücken? Ich weiß jetzt nicht, an welches Spiel mich das erinnert. Vielleicht auch an gar kein Spiel? Aber cool finde ich sowas auf jeden Fall. Wenn man dann so eine Stadt hat, überall so Brücken und sowas. Insgesamt fand ich auch bei Star Wars zum Beispiel die Teddybären ziemlich geil. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Wie heißen die kleinen Viecher denn? Auf dem einen Mond, wo Luke zum ersten Mal seinen Vater trifft, Lord Vader. Oder das heißt zum ersten Mal, wo er ihn halt trifft und sich von ihm gefangen nehmen lässt und zum Imperator bringen lässt. Keep going, you bunch of lollygaggers. Oh, fuck. Well? I'm so sorry. Oh, verdammt. I'm so fucking sorry. You know what that thing means to finding her? We know where she is. For now. Guys? Doc, I am sorry. Whatever, man. Ah, fuck it.
Nein, Krista! Jesus fucking Christ! I got it. Get me up. Ja, unbedingt. Fuck, we can't reach. Find something fast. Fast would be good. Keep a fucking eye on her. Ja toll, mit Eier. Ach, da ist was. Ein Posten. Na komm, nimm ihn. Grab onto this. We'll pull you up. Good. Thanks. Und auch mit ihr. Au. Oh, verdammt. Nein, nicht Krista. Shit, they're in there. Fuck. Jump up here, baby. Let's go. Jump. Komm schon, komm schon, komm schon. In my fucking mouth. What are you doing? Get her, Ken. Said all that shit and not do something now. Come on, reach. I got you, hon. Och nö. Go, go, go. Do you fucking hear me? Kill him, Kenny. Wie viele sind denn da auch schon wieder? Komm, jetzt müssen wir Kenny retten. Ja, aber wieso sind denn da so viele? Nein, Kenny! Ach du Scheiße, unsere Gruppe wird immer kleiner. Maybe he's not. He went down there for you. I know he did. He. Ach Scheiße, unsere Gruppe wird echt immer kleiner. Okay, Umid und Krista. Seid meine letzte Hoffnung. Ich werde es nämlich auch wahrscheinlich nicht mehr lange machen. Oh, bitte sag mir nicht, dass Kenny da jetzt noch ist. Oh, zum Glück. Ich dachte schon, es steht er dann noch und wir hätten ihn noch retten können. Oh, bitte sag mir nicht, dass wir später noch Kenny-Zombie töten müssen. Marshall's Hotel ist around the corner of the block. Are you okay? Do you wanna talk? Kenny was my friend. Soon as someone dies, they don't immediately have to have their sins forgiven. It gets an hour moratorium at least. I understand. This is a shitty time. I want to make sure we're clear before we go forward. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. Yeah, you do. Let me take all the risks. That's not what I mean, necessarily. It's what I mean. It's what we gotta do. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. Witze, ey. Aber Umid ist geil, Junge. Der macht lauter Witze. Oh man. Also ich weiß, dass ich da wahrscheinlich sofort runterkippen würde. Ich stehe drauf, freue mich und dann BAM.
Aber ich bin mal gespannt, wer sie entführt hat. Ich meine, im Grunde. Wer und warum? Aber mal angenommen, ich hätte Ben nicht fallen gelassen. Und wir hätten es trotzdem alle überlebt. Dann, jetzt gerade, als Kenny noch da war, mussten wir auch über das eine Ding rübersteigen. Und nach Kenny ist es ja... Nach Kenny ist es ja praktisch abgefallen. Ich glaube, dass Ben dann da wahrscheinlich auch gestorben wäre. Oder könnte zumindest sein, zumindest wenn er als letzter gegangen wäre. Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Let's meet outside of town, by the train. Are you nuts? It's the only way. Do you hear me? Yeah, by the train. Jesus, we'll be there. Alter, was ist das denn für ein Geräusch da im Hintergrund noch? So, als würde irgendjemand irgendwo hinpinkeln. Okay, Zombies gehen weg. Komm, wir knifen die jetzt alle tot. So, wir spielen jetzt Black Ops 2 Zombie-Modus. Auch alle infiziert. Oh ja, jetzt kommt der Schlachter.